Die Ortschaft Casa Masella erstreckt sich im Norden von der Gemeinde Uggiano La Chiesa. Jahrhundertelang war die kleine Gemeinschaft mit der Familie De Marco verbunden, letzte Lehnsherren des Horts. Auf der Hauptstraße des bewohnten Gebiets befindet sich die schlichte Pfarrkirche Heiligem Herzl Michael gewidmet. Sie wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts total verändert. Der Viktor-Emanuel-Platz wird von dem hoheitsvollen Feudalpalazzo verschönert, der so wie andere Festungen im 18. Jahrhundert ein Adelssitz wurde. Man bemerkt die ursprüngliche militärische Funktion in der Struktur des Gebäudes, auf dessen Basen die deutliche Hülse mit Bordstein sichtbar ist. Auf der obersten Seite des Gebäudes gibt es dennoch die Traufe. Im 18. Jahrhundert wurde die Fassade restauriert, um die harten Gestalten zu mildern. Sie wurde also mit einem weiten Balkon, mit einer mit Blumenmotive und vermenschlichten Tiere dekorierten Brüstung verschönert. Das Gebäude beherbergte renommierte Persönlichkeiten der Kultur des Salentos, unter denen der Wirtschaftler Antonio De Viti De Marco und der Dichter aus Lucugnano Girolamo Comi, 1890 in Casa Masella geboren. Wenn man entlang das malerische Valle del Lidro spaziert, auch unter dem Namen Le Padule bekannt, kann man überraschende Naturschönheiten bewundern, die in dem fruchtbaren Land, das nach Otranto führt, versenken sind. In diesem zauberhaften Gebiet liegt seit Jahrhunderten die felsige Krypta Monte Sant'Angelo, wichtiger Beweis der religiösen italienisch-griechischen Kultur. Vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammend hat die Krypta noch heute zahlreiche Fresken und verschiedene architektonische Elemente, die die byzantinische Kultur erinnern. Die von der Valle del Lido ist wirklich eine bezaubernde Landschaft, die dank der Gemeinde von Uggiano durch die Erstellung und die Förderung von verschiedenen Kulturrouten und Fahrradwege für Touristen erschlossen wurde.